Hallo und willkommen zurück auf unserem YouTube-Channel. Wir sind wieder back mit einer neuen Box-Review. Ihr seht schon, brandaktuell. Letzte Woche, Mittwoch oder Freitag, war Release Obsidian 2324 Basketball Hobbybox natürlich. Wir gucken uns wie immer erstmal die Checkliste an. Die Box habt ihr gesehen. So, hier haben wir zum Beispiel die Base-Card. Das sind die verschiedenen Parallels. Hier steht's. Das müsste wahrscheinlich die One of One sein, nehme ich mal an. Hier die Vibrant Mojo, vermute ich. Deep Sea Mojo zu 5 und so weiter und so fort. Was hier jetzt noch fehlt, ist die, wo steht's? Irgendwo stand es hier, die Color Blast Black. Ist natürlich, wie es hier auch steht, super Short Print, also super, super selten. Suchen wir natürlich. Ansonsten gibt es hier nice Patches und RPAs bei Obsidian. Hier ist Hotspot, Insert und so weiter. Das haben wir in der Box. Nur 7 Karten. In einem Pack. Davon sind 2 Autographs, eine Memorabilia, 2 Insert oder Parallels und 2 Basekarten. So, genau, das haben wir. Die Box kostet 375 Euro, genau. Stand jetzt ist es gerade ausverkauft bei uns. Wir kriegen aber nochmal was nach. Also wer da Bock drauf hat, am besten Instagram oder so abchecken. Da erfahrt ihr es am schnellsten, wenn es wieder auf Lager ist. Ist natürlich alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein in das gute Produkt. Obsidian 2324 Hobbybox. Boah, das war... Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So. Hier sehen wir es nochmal. 2 Autographs, 1 Memorabilia Card. Ultra Rare Black Color Blast, Vitreous and Volcanics Inserts. Und hier Look for Rookie Jersey Autographs. Das werden wir natürlich machen. Hier, die Box lässt sich schön aufklappen. Da ist das eine gute Pack. Das war's. Mehr ist nicht drin. Zack. So, und wir gehen direkt rein, würde ich sagen. So, mal gucken. So, wir gehen ein bisschen näher ran hier. So, wir starten mit einer Base von Amari Bailey, Rookie für die Hornets. Dann haben wir Julius Randle. Hier müsste, glaube ich, schon direkt ein Patch oder ein Auto kommen. Deswegen, wir machen mal von hinten. Das ist doch, ja, das wollen wir doch haben. Hotspot Wemby zu 75. Nice. Genau das wollen wir haben. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch kurz hier mal meine Toploader aufmachen. So, da sind wir schon. So kann es doch losgehen. Wemby zu 75, sehr, sehr nice. Genau das wollen wir natürlich haben. Dann haben wir hier eine. Das sieht nach Derrick Rose aus. Ne, Marcus Smart, fast Derrick Rose. Marcus Smart zu 99. Memphis Grizzlies. Okay. So. Und jetzt haben wir noch 4 Karten. Gehen wir von hinten oder gehen wir von vorne? Komm, wir nehmen mal hier noch die Base-Karte als Filler. Und dann drehen wir es mal um. So, das heißt, wir hatten jetzt hier die Base Julius Randle. Und jetzt gehen wir Karte für Karte. Das ist auf jeden Fall ein Auto. Das heißt ja aber eigentlich, hier müsste der Patch sein. Logischerweise, so machen wir es jetzt einfach mal. Unbreakable ist Bilal Koulibaly, Rookie für die Wizards zu 249. Bilal Koulibaly zu 249, Wizards. So, und jetzt unsere beiden Autos. Was machen wir? Machen wir erst das RPA. Machen wir es erstmal so. Aha, Rookie. Chris Murray? Nee, gar keinen Fall. Marquise Noel für die Raptors. Naja, geht besser. Man sieht es, glaube ich, schon. Monte Morris. Eieiei, Volcanic Auto zu 99 für die Timberwolves. Ah, also, es bleibt dabei.
Die Boxen aus den Videos sind einfach nicht die besten. Es bleibt dabei, denn der Naul war auch zu 99, genauso. Eieieiei. Nee, das ist falsch. Ja. So, ja, was schreibt in die Kommentare, wie euch das Produkt gefällt? Zwei Autos, Patch, zweimal numbered und die beiden Bays. Wir hatten Amari Bailey, wir hatten Julius Randle, Marcus Smart zu 99, die beste Karte mit Sicherheit, die Wemby Hotspot zu 75. Schickes Teil, dann das Rookie Jersey Unbreakable Koulibaly. Auto ist Monte Morris und das RPA war Marquise Noel. Schwierig. Autos waren nicht so der Knaller. Aber die ist natürlich schwer in Ordnung. Die Karten sind dann, entweder findet ihr die Karten bei uns auf Whatnot oder im Shop. Wahrscheinlich die meisten auf Whatnot, wenn wir ehrlich sind. Die wird wahrscheinlich im Shop landen. Checkt das also aus. Ansonsten, wir haben die Woche wieder Trade Night am Samstag, dem, was ist das für ein Datum? Samstag ist der 15. haben wir wieder Trade Night bei uns im Laden ab 18 Uhr. Wir sind aber eh den ganzen Tag da, ab 10 Uhr ist der Laden offen, also kommt da super gerne rum. Bei uns in Bruchköbel in der Nähe von Hanau, Frankfurt, wer da aus der Ecke kommt, lohnt sich auf jeden Fall vorbeizugucken. Macht das also sehr, sehr gerne. Ansonsten danke fürs Einschalten, lasst ein Like da, kommentiert, wie euch die Box gefallen hat. Lasst ein Abo auf dem Kanal da, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Box-Review wieder und sagt Dankeschön. Tschüss, tschüss.